Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video will ich euch eben zeigen, wie ARP, also das Address Resolution Protokoll, funktioniert. Wir machen das Ganze hier mit dem Packet Tracer eben und wer möchte, kann natürlich hier dieses ganze Szenario nachbauen. Ja, und ich fange einfach mal an und ziehe mir zunächst einen Switch hier auf diese Arbeitsfläche. Und ich brauche des Weiteren noch zwei Endgeräte. So, die beiden Rechner werde ich jetzt noch mit dem Switch verkabeln. Ja, den beiden Kisten gebe ich jetzt noch eine IP-Adresse. Einfach über Desktop hier IP-Konfiguration auswählen und eine IP-Adresse hier konfigurieren. Eine Subnetzmaske. Das Default Gateway brauchen wir nicht, denn unsere Kommunikation wird dieses Subnetz nicht verlassen. Von daher ist kein Gateway-Eintrag erforderlich. Des Weiteren braucht der untere PC natürlich ebenfalls eine IP-Adresse und die gleiche Subnetzmaske. So, die beiden Einträge können wir jetzt noch kontrollieren, indem wir einfach die Maus über dem PC halten und hier die Adresseinträge uns anschauen. Das sieht gut aus soweit. So, des Weiteren haben wir jetzt hier noch eins zu erledigen. Wir müssen unten hier im Bereich Realtime umschalten auf Simulation. Das persönlich finde ich immer sehr charmant, denn man kann jetzt hier da mit dieser Eventliste, die hier oben rechts erschienen ist, gleich schön sich durchs Szenario klicken und Schritt für Schritt betrachten, was denn hier jetzt genau passiert ist. Okay, wir fangen jetzt also an und ich möchte von PC 0 nach PC 1 pingen, also einen ICMP Echo Request starten. Das mache ich jetzt hier, indem ich dieses Symbol anklicke und dann den Source-Rechner aussuche, den Destination-Rechner anklicke. Ja, und wir sehen, dass hier jetzt zwei Einträge in dieser Eventlist passiert sind, zum einen ICMP und ARP. Und ja, wir schauen noch einmal, was jetzt genau hier passiert ist. Wir wollten also pingen und hier ist es so, dass jetzt der PC selbst erstmal feststellt, dass diese Destination-IP-Adresse im selben Subnetz ist und von daher schaut er in seiner ARP-Tabelle nach, ob er bereits einen Eintrag hat zu dieser IP-Adresse. Das können wir immer machen. Wir klicken hier auf den Rechner, sagen Command Prompt und machen ein ARP-A. Hier haben wir keinen Eintrag vorhanden. Das ist auch richtig so. Also die erste Kommunikation. Hier hat bisher nichts weiter stattgefunden. So, und da jetzt hier nun kein Eintrag vorhanden ist, dieser aber zwingend erforderlich ist, macht der Rechner von sich aus jetzt einen ARP-Request. Der ICMP-Echo-Request wird erstmal zwischengespeichert, mehr oder weniger, wird in so einen Puffer gelegt und auf Eis gelegt, wenn ich so das mal sagen darf. Und der ARP-Request als solches wird gestartet. Das sagte ich ja gerade, da klicken wir uns eben mal rein. Und dieser ARP-Request, der wird als Broadcast-Nachricht versendet. Er enthält die Source-MAC-Adresse unseres PCs und als Destination-MAC hat er halt diese Broadcast-MAC-Adresse. Des Weiteren enthält er den ARP-Typ, also hier ein ARP-Request und die Source- und Destination-IP sind ebenfalls vorhanden. Das Ganze wird jetzt hier halt durch das System encapsuliert und über die Schicht 1 versendet. Gucken wir uns mal an, was da genau passiert. Ja, der wird also jetzt versendet, kommt am Switch an und am Switch angekommen schaut dieser Switch nun, ob er diese MAC-Adresse von dem PC oben bereits kennt. Dies macht er, indem er in seine MAC-Address-Table schaut. Auch das können wir eben nachvollziehen. Wir sagen hier einmal Enable und dann sagen wir Show MAC-Address-Table. Enter, hier war noch kein Eintrag vorhanden, jetzt hat er einen gesetzt. Und zwar steht hier einfach nur drin, dass in dem VLAN 1 eine MAC-Adresse bekannt ist, die wurde dynamisch gelernt und erreichbar ist diese über das Fast Ethernet Interface 01. Ja, also ist das hier die MAC von unserem PC. Können wir immer mal kontrollieren. Ja, wir haben die DB94 als Ende. DB94, das ist die MAC von dem Rechner, das stimmt soweit. So, weiterhin wird dieser Frame, der jetzt angekommen ist, noch de-encapsuled und der Switch behandelt jetzt den ARP-Prozess als solchen. Er erkennt, dass das eine Broadcast-Anfrage ist und handelt also auch so. Das heißt also, er switcht den Frame weiter und zwar tut er dies auf allen aktiven Interfaces desselben VLANs. Bis auf dem Interface, wo er halt diesen Frame gelernt hat, sprich auf diesem hier. Da wird er nicht rausgesendet. Ja, gucken wir uns das also mal an. Der Switch switcht das Paket jetzt hier weiter zu dem PC hier unten. Und PC 1 erhält nur diesen Frame. Er de-encapsuliert ihn und stellt ein paar Dinge fest. Ja, zum einen muss er darauf antworten, denn in diesem Frame steht jetzt natürlich seine eigene IP-Adresse. Ja, und hat jetzt erstmal
auch eine eigene ARP-Tabelle, die ihr nun mit den Informationen, die hier drinne stecken, befüllen kann. Gucken wir uns das mal an, was passiert ist. Wir sagen einmal ARP-A und siehe da, wir haben jetzt hier in seiner ARP-Tabelle, in seinem ARP-Cache eine IP-Adresse, eine MAC-Adresse und das Ganze wurde dynamisch gelernt. Und das sind natürlich die Daten von unserem PC hier oben. Das heißt, der Rechner kennt jetzt schon mal IP und zugehörige MAC-Adresse. So, weiterhin beantwortet der PC1 hier natürlich den ARP-Request mit einem ARP-Reply. Den wird er jetzt hier erstellen. In seiner Encapsulation hat er nun also seine eigene Source-MAC-Adresse drin, die Destination-MAC-Adresse. Hier steht wieder, dass es ein ARP-Reply ist. Wir haben die Source-IP und die Destination-IP hier als solches gelistet. So, diese sendet er jetzt halt. Gucken wir uns an, was passiert. Zum Switch. Der Switch guckt wieder in den Frame hinein, stellt fest, hey, da ist noch eine MAC-Adresse, die kenne ich bisher nicht. Hat diese wieder in seine MAC-Adress-Table übernommen. Und hier haben wir nun beide Einträge. Also auch zum Fast Ethernet 02 Interface sehen wir jetzt, dass da eine MAC-Adresse hinterhängt und die ebenfalls dynamisch gelernt wurde. Ja, des Weiteren sieht der Switch natürlich wieder, hey, das ist jetzt hier ein Unicast-gerichteter Frame, er kennt die MAC, er weiß, worüber sie zu erreichen ist und dementsprechend switcht er jetzt hier diesen Frame weiter über Fast Ethernet 01 zu unserem PC. Gucken wir uns das mal an. Der erhält jetzt auch hier diesen Frame, der encapsuliert ihn und ja, verarbeitet ihn quasi. Wir sehen jetzt hier anhand des grünen Hakens, dass ARP soweit hier durch ist. Schauen wir noch mal kurz in den PC hinein. Eben war kein ARP-Eintrag vorhanden. Nun sehen wir jetzt hier also die IP-Adresse sowie MAC-Adresse von unserem PC Nummer 1. So, nun sind also für ICMP alle erforderlichen Daten vorhanden. Und wie zu Beginn gestartet, kann der jetzt auch durchgeführt werden. Er wird also aus dem Puffer entnommen. Und wir machen mal hier ein Capture Forward und sehen jetzt, dass ICMP jetzt hier geforwardet wird zum PC1. Ja, also wir haben hier das ICMP Echo Request Paket ankommend. Und das Ganze wird jetzt vom PC1 hier verarbeitet und als Echo Reply sozusagen zurückgesendet. PC angekommen, ist der ICMP Echo Request nun durchs Reply beantwortet worden. Das Ganze ist abgeschlossen und wir erkennen diesen PC hier per Ping als erreichbar. Das Ganze hat natürlich weitaus weniger gedauert, wenn man sieht hier 0,008 Sekunden, so wie es ausschaut. Und ja, das soll es soweit gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt zum Ablauf des ARP hier als solches, dann postet diese bitte in den Kommentaren. Ansonsten bleibt noch dran, zum Ende kommt noch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Video.